Dominik, wie bekommt man eigentlich am besten die lästigen Vignetten von der Windschutzscheibe? Und wie kann man verhindern, dass eine Autoscheibe beschlägt? Wir von Galileo sind auf der Suche nach dem besten Hack der Welt. Ringfrei für eine neue Runde im Duell zwischen Matthias und Harro. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hack um Hack. Harro Füllgrabe und Matthias Fiedler suchen den Alltagstipp aus dem Internet, der wirklich etwas taugt. Für Auto und Fahrrad. Dreimal treten sie gegeneinander an, im Kampf um den besten Hack der Welt. Zuerst treffen die beiden Duellanten aufeinander, um die Spielregeln zu klären. Ihre Hacks suchen Matthias und Harro im Netz. Benutzen dürfen sie nur das, was sie zu Hause haben. Denn nur so ist ein Lifehack wirklich praktisch. Das Thema ist heute Auto- und Fahrrad-Hacks. Das ist doch cool. Ja, aber ich glaube, das passt auf uns beide, oder? Nee, Auto nicht so. Wer findet den Hack, der am besten ein Alltagsproblem löst? Matthias oder Harro? Es zählen zwei Kriterien. Schnelligkeit und Alltagstauglichkeit. Bereit? Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, einfach mit Matthias zusammen zu battlen und da zu gucken, wer findet denn tatsächlich den besten Hack. Also ich bin ein bisschen nervös. Aufgabe 1 steht an. Da brauche ich gar nicht lange suchen. Da kenne ich nämlich das beste Geheimrezept von meinem Vater. Einfach mit einer Salzlösung einsprühen, dann enteist sich die Scheibe von ganz alleine. Das Prinzip kennt jeder von der eisglatten Straße. Salz drauf und es schmilzt. Kurzer Geschmackstest. Boah, das ist gut. So, 1:07. Die Enteisungsflüssigkeit ist fertig. Das ist ein Hack nach meinem Geschmack. Einfach, kein Hack-Mack. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Die Zeit läuft weiter, Matthias. Mit der Salzpistole geht es dem Eis auf der Scheibe an den Kragen. Ist das die schnellste Methode für den Durchblick? Man sieht jetzt wunderbar, wie die Eisschicht sich löst. Das ist jetzt eigentlich nur noch so Graupel auf der Scheibe. Das kann ich gleich wunderbar mit dem Scheibenwischer wegmachen. Ich glaube, da unten muss ich noch mal nachsprühen. Da ist noch ein bisschen vereist. Salzwasser hat einen niedrigeren Gefrierpunkt als normales Wasser. Das heißt, sprüht man Salzwasser auf die Scheibe, fängt das Eis an zu schmelzen. Es bildet sich ständig ein neuer, dünner Wasserfilm aus geschmolzenem Eis und Salz. Bis die Scheibe frei ist. Funktioniert übrigens bis zu minus 21 Grad. Jetzt der große Moment. 4:24 Scheibe enteist, das Ganze ziemlich stressfrei. Das musst du mir erstmal nachmachen, Harro. Gleiche Aufgabe, andere Methode. Harro braucht heißes Wasser und eine Wärmflasche. So, und jetzt geht's los. Einfach reinlegen. Am besten natürlich da, wo der Fahrer sitzt. Wäre blöd, wenn das da hinten wegschmilzt. Und dann einfach noch mal gemütlichen Kaffee trinken zu Hause, oder? Besser ist das. Denn bis die Wärmflaschenstandheizung wirkt, vergehen 10 Minuten Wartezeit. So, und Zeit, stopp. Knappe Viertelstunde, 14:52. Auto sieht gut aus. Schauen wir mal. Ah, schön. Scheibe sieht gut aus. Yes! Beide Hacks funktionieren. Doch bei Harros Wärmflasche wäre Kratzen deutlich schneller gewesen. Darum ist der Premium-Hack in dieser Kategorie Matthias Salzwassermischung. Duell 2. Nie mehr Rost am Fahrrad. Das kann bei alten Fahrrädern passieren, wenn sie draußen bei jeder Witterung stehen. Die Folge ist natürlich Rost. Rost vom Fahrrad. So, ich habe alles, was ich brauche. Cola, Alufolie und natürlich die Zeit. Und los geht's. Harros Aufgabe? Zwischen 4 Speichen so schnell es geht den Rost entfernen. Er schüttet Cola drüber und knüllt sich dann ein Stück Alufolie zurecht. Jetzt heißt es schrubben. Ist nur eine kleine Stelle, 3,44. Und ich muss sagen, das sieht doch mal wirklich poliert aus. Fast wie neu.
oder? Matthias braucht für seinen Hack Essig, Salz, Mehl und... Und als besondere Zutat Schleifpapier. Für das Schleifpapier braucht er noch einen Cerankratzer. Und er muss ernten. Er muss was? Was machst du denn da? Ich ernte die Schmürgelkristalle. Und wie sah die Wohnung dann da raus? Ja gut, okay, ich gebe zu, es hat sich ein wenig verteilt in der Wohnung, aber es hat gut geschmürgelt. So, das Ganze ins Glas rein. 25 Milliliter Essig. Einen Teelöffel Tafelsalz. Einen gehäuften Teelöffel Mehl. Ob Matthias Zaubermittel was kann? So, jetzt soll das eine Minute einwirken und dann schmürgel ich's weg. Mit etwas Mühe kann sich auch Matthias Ergebnis sehen lassen. Aber 13 Minuten 13 für drei kleine Felgenabschnitte und ich stinke wie eine Flasche Essig. Hier, riech mal. Boah. Weder alltagstauglich noch schnell. Anders als Harro, er hat den Premium-Hack gefunden. Apropos Fahrrad, das Problem hatte wohl jeder schon mal. Der Fahrradreifen ist platt, aber Flickzeug weit entfernt. Was tun, wenn man das Rad nicht den ganzen Weg tragen möchte? Harro hat da Kurioses parat. Er holt den defekten Schlauch aus dem Mantel. So. Also geht's jetzt ran ans Füllen. Harro ersetzt den Fahrradschlauch durch Stroh. So möchte er den Fahrradmantel prall machen. Dabei ist alles denkbar. Gras, Laub, Zeitungspapier. Reicht als Notlösung, bis man Flickzeug parat hat. Ich zeig's euch mal. Juhu! Die Testfahrt zeigt, die Felge berührt nicht den Boden. Und darauf kommt's an. Harros Hack. Ein Helfer in der Not. Das typische kratzende Geräusch auf der Felge zu fahren, das gibt es nicht. Trotzdem gebe ich zu, ich hätte ein bisschen mehr Stroh reinmachen sollen. Damit kommt man auf jeden Fall zum nächsten Fahrradladen und holt sich da einen Schlauch. Guter Tipp. Tschö. Jetzt aber auf zum letzten Duell. Nie mehr verklebte Sicht. Wer mit dem Auto ins Ausland fährt, kennt das. Man braucht eine Mautvignette. Nach einiger Zeit sieht die Frontscheibe dann aber so aus. Was tun? Zeit läuft. Harro braucht heißes Wasser und eine Thermoskanne. Dann geht's ab zum Auto. So, also ich habe soweit alles, was ich brauche, um die Vignette zu entfernen. Und jetzt geht's los. Okay. Harro weicht Zeitungspapier in warmem Wasser ein. Das pappt er auf die Vignetten. Nur noch 10 Minuten warten. Wäre eine easy Lösung. Oh, okay. 14 Minuten circa. Naja, sagen wir es mal so. Es geht ab. Besser als wenn man es jetzt nicht irgendwie eingeweicht hätte. Aber man müsste jetzt hier schon noch ein bisschen nachbessern. Matthias hat einen anderen Tipp aus dem Netz. Dafür braucht er einen Föhn. Nur gibt es da ein Problem. Wo steckt er den Föhn an? Matthias' Lösung? Ein sehr langes Kabel. Dann heizt er den Vignetten ordentlich ein. Und? Schauen, ob das schon reicht. Hier in die Ecke geht. Gut. Oh, ist richtig warm geworden. Jawohl. Füllen wir mal weiter. Jawohl. 2 Minuten 32. Beide Vignetten sind erfolgreich entfernt. Also der Föhntrick funktioniert. Denn der Kleber verliert bei Hitze an Spannkraft. Der Premium-Hack geht also an Matthias. Kommen wir zur Auswertung unserer drei Duelle. Den besten Hack gegen vereiste Scheiben hat Matthias gefunden. Das Salzwasser ist schnell angerührt und ein kraftvoller Alltagshelfer. Nie mehr Rost am Fahrrad. Hier hat Harro mit der Cola und Alufolie klar die Nase vorn. Nie mehr verklebte Sicht. Das Duell gewinnt eindeutig Matthias mit dem Föhn. Und welcher Hack ist jetzt der beste? Vereiste Autoscheiben sind im Winter eines der nervigsten Probleme. Dank Matthias Hack ist die Scheibe in Sekunden frei. Ohne Kratzen und kalte Finger.
Der beste Hack der Welt in der Kategorie Auto und Fahrrad geht also an Matthias für seine Salzwasserenteisung. Ich geb's zu, deiner war besser. Ich habe auf Ölgrabe geschlagen. Scheiße! Ich bin der König der Welt!